Flüchtlinge gab es schon immer. Menschen fliehen vor Krieg, Gewalt und Diskriminierung oder weil sie vertrieben werden. Auch heute kommen wieder sehr viele Menschen nach Europa, insbesondere Deutschland, um hier Schutz zu suchen. Natürlich erwartet die Bevölkerung, dass sich in erster Linie der Staat um die Flüchtlinge kümmert. Wir als Bevölkerung sind Teil des Staates. Und wo praktische Hilfe benötigt wird, braucht es immer helfende Hände, die anpacken. Ich habe schon seit meiner Jugend viele ehrenamtliche Tätigkeiten übernommen. Und heute ist es mir ein besonderes Anliegen, mich in der Flüchtlingsarbeit einzubringen. Viele werden sich fragen, wie sie denn helfen können. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie würden ganz ohne Sprachkenntnisse plötzlich mitten in China landen. Jegliche Art von Unterstützung würde Ihnen helfen, in diesem fremden Land zurechtzukommen. Und Sie würden sich über jeden freuen, der Ihnen behilflich ist. Genauso fühlen sich die meisten Flüchtlinge bei uns. Sie können Ihnen helfen beim Einkaufen gehen, beim Sprache lernen, bei Behördengängen, in Schule oder Kindergarten oder sogar bei Arztbesuchen. Einfach die Menschen in ihrem neuen, unbekannten Leben begleiten. Sie willkommen heißen und Ansprechpartner sein. Und sie sind mit ihrem Wunsch zu helfen nicht allein. Es sind bereits etliche, die sich in Helferkreisen organisiert haben und einbringen. Egal, wo sie wohnen, es gibt sicher bereits Helferkreise in ihrer Nähe und es gründen sich neue. Im evangelischen Kirchenbezirk Konstanz gibt es unter anderem schon Helferkreise in Engen, Geienhofen und Allensbach, die das diakonische Werk unterstützt. Es ist erfreulich, dass die evangelische Kirche sich hier aktiv einsetzt, auch finanziell. Erkundigen Sie sich unter www.diakonie-radolfzell.de über den aktuellen Stand der Helferkreise in Ihrer Nähe. Ich kann Ihnen versichern, dass die Hilfe, die Sie geben und die Begegnungen, die Sie erleben werden, eine Bereicherung sein wird, sowohl für die Flüchtlinge als auch für Sie. Das ändert zwar die Situation in den Kriegsgebieten nicht, aber unser Miteinander hier.